Ich dachte, der macht so. Oh ja, ich mache ein Video rein, so. Achtung, Warnung, es wird laut. Heute wird Brot gemacht mit Brennnessel. Und auch nur wenn. Mich gescheit gehört. Auch im November kann man Brennnessel pflücken. Die sind jetzt schon ein bisschen eingetrocknet, wenn man das hier so sieht. Aber ist gar nicht so schlimm, weil wenn man das schön backt oder im Brot zusammenmischt, ist das gut. Aber die brauche ich hier nicht. Die müssen man jetzt nicht unbedingt nehmen. Aber hier so die Spitzen zum Beispiel sehen ja noch sehr frisch aus und die packe ich jetzt hier rein für das Brot. Und wir sind zu Hause. So, Brennnessel habe ich schon mal hier, ne, habe ich dabei. Aber das ist nicht die einzige Zutat. Wir haben hier einmal Mehl. Ich habe jetzt schon mal zusammengemischt. Das ist einmal Dinkel und einmal Weizen. Sollte es eigentlich sein. Ich habe nur Weizen, 300 Gramm mit. Aber das müsste, glaube ich, auch gehen. Dann habe ich hier einmal Honig, Salz, Butter, Hefe, Wasser, eine Zwiebel, ja, und 50 Gramm Brennnessel. Zurückzukommen zum Brennnessel. Die Mineralien werden jetzt nicht absterben im Brot, ne? Da ist einmal Eisen drin, dann Calcium, Magnesium. Es bleibt auf jeden Fall drin. Die Vitamine, das sind einmal A, C, ich glaube, es waren die beiden. Und E, die gehen jetzt wahrscheinlich so, die gehen so um 40, 50 Grad kaputt. Die sind da leider nicht drin, aber ist ja, der Geschmack ist einfach bei dem Brennnessel einfach so gut mit dem Brot. Lasst euch überraschen, macht es mal nach, dann merkt schon den Geschmack. Das schmeckt schon auf jeden Fall gut. Du hättest den Brennnessel aus dem Sack holen müssen. Der Nikolaus war da. Oder du holst das Brot nachher da raus. Ho, ho, ho. Der Nikolaus war da. Und wie ihr schon seht, der Nikolaus war schon hier. Hat mir schon was gebracht. Und das sind ganz viele unterschiedliche schöne Kräuter. Leckere, gesunde Kräuter, genau. So. Jetzt mischen wir erstmal. Die Inhalte, wie viel das alles ist, findet ihr nochmal in der Beschreibung. So, und jetzt erstmal die alles hoch, ne? Den Ähmel. Jetzt kommt erstmal Hefe. Ne? 20 Gramm. Schön erstmal hier so reinraspeln. Oder rein, was auch immer, wie man das nennt. So. Dann ein Teelöffel Salz. Ich habe jetzt hier Bärlauchsalz. Auch sehr schön, habe ich geschenkt bekommen. Richtig cool. Ne, selbst gepflückt den Bärlauch und dann in den Ofen geschmissen, getrocknet mit dem Salz. So hat man es, Bärlauchsalz. So. Dann, ach so, ja, genau. Kommt ein Teelöffel Honig. Und 150 Milliliter Wasser. Und wenn ihr Kinder habt, lasst die Kinder kneten, dann müsst ihr eure Finger nicht dreckig machen. Und jetzt erstmal 10 Minuten kneten. Bäckerei. Leckerei. 10 Minuten, du willst mich doch verarschen. Wir müssen das jetzt ungefähr 10 Minuten kneten, dass es erstmal so eine schöne Masse bekommt. Und dann mal gucken, wie es aussieht. Aber für euch gibt es jetzt wieder erstmal eine Zeitraffer. Nein, wieder verarscht, ist doch keine Zeitraffer. Du hast gesagt, du bist ein richtiges Arschloch.
Oh, fühlt sich aber richtig gut an schon. So. Und die Zeitraffer ist wieder da. Spaß irgendwie zu kleben, finde ich. Mhm. Weil der Teig auch so gut jetzt ist. Der klebt nicht so nervig wie andere Teige. Hey, das andere Video, ne? Hat jetzt auch schon 70 Aufrufe. Welches andere? Wo ich Sport gemacht habe, draußen. Voll cool. Und wenn ihr das wissen möchtet, was ich da so gemacht habe, verlinke ich euch oben. Ich wollte so... Cool. Fast runtergeflogen. Der Weihnachtsbäcker. Gibt's manchmal lecker. Fliegendes Brot. Fliegendes Brot. Gibt's eine bestimmte Knetechnik, die man verfolgen muss? Ja. Die wäre? Die könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich kenne keine. Vielleicht so. Oh. Ja. Ja, stimmt. Das ist auch eine Knetart, die nennt man Spencer-Schelle. Ja, ich hab dich nicht. Ich hab da ein Stück davon probieren. So essen willst du? Du magst das? Ja. Okay, kannst du machen. Interessant. Da war ein Salzkristall. Nein! Ja. Ich habe auch überlegt, dass. Das zu raspeln, aber ich dachte, vielleicht geht das auch weg, der Salzgehalt. Jetzt will ich das auch irgendwie probieren. Sag mal her. Schmeckt wie roher Brezelteig. Nicht so geil wie Keksteig. Das hat nur Mehl, ne? Aber? Geht eigentlich voll. Du kannst jetzt sagen, so, das wird jetzt für 10 Minuten erstmal ruhen. Das kannst du selber sagen. Wäre gut, wenn ich das so reinschneide jetzt und fertig. Mach doch. Okay, ich mach das. Ja, ne, wie ihr mitbekommen habt, ne, es wird jetzt erst mal 10 Minuten erst mal eingelegt. Eingelegt in Salzwasser, nein. Was ist denn mit der Zwiebel? Die wird jetzt gleich geschnitten, die Zwiebel und die Brennnessel. Und dann werden die gleich schön mit der Butter im Topf schön angeschmort. Genau. Ich dachte, der macht so. Ich könnte mir, oh ja, ich mache ein Video rein, so. Achtung, Warnung, es wird laut. Das ist, dass ich das immer so. Zehn Minuten Timer. Abracadabra. Jetzt wird erstmal schön die Zwiebel geschnitten. Die werden jetzt gewürfelt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich Leute, wahrscheinlich nicht, aber wie stellt sich der Junge vor, wie stellst du dir das eigentlich vor, wie wir jetzt die Brennnessel schneiden, weil die tun doch voll weh. Ja, gibt es eine Möglichkeit, die zeige ich euch. Ihr nehmt einfach so ein Tuch, packt das hier so schön rein, packt das so zusammen. Könnt ihr schon so drücken, aber so könnte es sein, dass es durchsticht, wie so wie bei mir gerade. Ihr könnt dann mit dem Teller oder mit. Aber ihr könnt so was Schönes Rundes nehmen, das schön so brechen, weil dann gehen die ganzen schönen Spitzen bei dem Brennnessel, brechen dann kaputt und dann könnt ihr euch nicht mehr stechen. Ihr könnt auch einfach so ein Holznudel. Wie nennt man das? Nudelholz. Nudelholz, genau. Nudelholz einfach nehmen, das geht auch. Zack. Und dann sieht das schon viel besser aus. Dann nehmt ihr hier ein paar, schmeißt die hier so hin. Die können halt auch immer noch stechen, ne? So ist es nicht. Deswegen vielleicht einfach Handschuhe anziehen. Aber wenn die stechen, wofür sind die gut? Genau, für Rheuma. Wenn die euch ein bisschen stechen, so habe ich das mal gelesen, tut das eigentlich gut für die Hände, weil das Rheuma lindert. Deswegen, wenn man sich ein bisschen stecht,
ist es auch sehr gesundheitsfördernd und wachmachend. Ich lasse sie jetzt ein bisschen so grob, weil dann seht ihr dann das hier, ne, so schön im Brot drin, hat irgendwie was, als so Krümmel. Hat das schöne so Brennnesselstreifen im Brot. Ihr könnt auch jetzt auch bei Dezember mit Brennnessel auch Suppe machen. Auch sehr schön, das habe ich jetzt auch vor kurzem gemacht. Eine schöne Brennnesselsuppe, die macht halt auch wirklich satt. Ne? Ein bisschen Möhren, Karotte rein und so. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt doch auf dieses Video. Ja, genau. Verlinke ich euch da oben. Hast du das Video schon gesehen? Ja, dreimal musste ich das gucken. Dreimal musste ich das schon gucken, oh. Einmal von dir, einmal von Sascha. Einmal während du es geschnitten hast. Und dann nochmal, nachdem es hochgeladen wurde. Oh ja, so oft müsst ihr jetzt nicht das Video angucken. Aber wäre gut für mich. Das unterstützt mich sehr. Aber einmal reicht auch. Ja, da sind wir schon fertig. Und das wird dann, das ist so schade, das nehme ich jetzt auch noch. Und dann kommt das alles schön mit der Butter erstmal im Topf. Bisschen angedünst, angeschmoren, wie auch immer. Und dann nehmt man das gleich und packt das gleich hier schön nochmal im Teig rein und knetet das. Action! Okay, jetzt kommt ein schön leckerer Teelöffel Butter. Ja. Und was habt ihr heute schon gekocht? Schreibt mal gerne mal rein. Habt ihr auch schon irgendwie Kräuter gepflückt? Wahrscheinlich nicht, ne? So, die Butter ist fertig. Da kommen die wunderschönen Zwiebeln rein. Das ist schön gepflückt worden draußen. Nein, leider nicht. So. Auch ich das gut. So, und die wunderschöne Brennnessel. Mein Geschmack muss da noch mit Butter rein, finde ich. So. Was ich heute so gehört habe, da hatte jemand ein Buch gelesen über Kräuter und Gewürze, die sehr gesund sind und uns, sag ich mal, verhindern, älter zu werden und unser Herz stärkt. Weil da Antioxidantien drin sind viele. Ne, auch falsch? Weil da ganz viele Antioxidantien drin sind, die uns dann, die irgendwas blockieren, was uns alt macht, glaube ich. So war das, glaube ich. Und deswegen, es ist eigentlich sehr cool, dass man so viel mit der Natur macht, weil die haben halt sehr viele Antioxidantien. Und ihr könnt halt auch einfach Gewürze daraus machen auch, ne? Einfach trocknen. Ihr müsst das jetzt nicht, wie so ich jetzt ein Brot draus machen, aber auch eine Art, wie man Antioxidantien in seinen Körper bekommt. Eigentlich auch richtig cool. So, ich glaube, das passt so. Dann werden die jetzt noch schön, oder das wird jetzt erstmal schön im Teig vermischt. Aber das zeige ich euch noch. Ich habe es jetzt schon mal reingemacht. Der Teig hat sich ein bisschen ausgedehnt. Das sind dann jetzt 10 Minuten gewesen. Jetzt erstmal schön das reinkneten. Boah, sieht das cool aus, ey. Ist ein bisschen... Nein? Oh, okay, vielleicht sieht das doch nicht gut aus. Na gut, ich find's toll. Ja, okay. Wenn du das nicht toll findest... Mal gucken, was der da macht. Doch gut aus, oder nicht? Kannst auch gleich ein Stück probieren, wenn du möchtest. Hunger? Ja. Ich glaube, die Brennnesseln stechen immer noch. Ich merke das gerade beim Kneten. Aber es ist jetzt nicht so krass, wie man das kennt, wenn man eine Brennnessel berührt. Es ist mehr so ein leichtes, ich weiß nicht, Pieksen?
muss er ungefähr aussehen. Jetzt ölen wir das hier erstmal ein. So, den würde ich jetzt so hier reinlegen. 10 Minuten einfach nochmal wieder ruhen lassen. Und dann kann der im Ofen rein. Und ich sag euch gleich, in welche Hitze. Ich hab's gerade vergessen. Und den Deckel nicht vergessen, das muss ja auch schon warm sein, die Umgebung. Okay, und 10 Minuten warten. Hier ist das leckere Brot schon aufgegangen. Der kommt jetzt auf, mittlerer Schiene. 250 Grad für 20-30 Minuten. Müsst ihr ein bisschen schauen dann. Ich pack den so rein. Das ist dann unser Essen für heute, aber ich dachte Energie nutzen, Brot und so. So. Und ja. So, 20-30 Minuten sind rum. Ich habe das jetzt ein bisschen länger drinnen gelassen. Ich habe aus Versehen vergessen, den Wecker zu stellen. Der ist jetzt ein bisschen knusprig geworden. Aber wir schauen jetzt mal das Innere an. Mal gucken, wie das so ist. So, wupp. Holen wir erstmal das gute Stück hier raus. Sieht schon gut aus. Es ist leider ein bisschen braun geworden, aber das ist gar nicht so schlimm. So. Am liebsten in der Mitte, ne? Ach komm, ich mach das. Und das seht ihr in die nächste Folge, wie das Brot aussieht. Ciao! Nein, Quatsch. So. Oh, sieht das cool aus. Sieht man das? Guck mal. Richtig gut. Das ist wie Kuchen. Es sieht wirklich aus wie Kuchen, stimmt. Hammer. Jetzt probieren wir mal den Test, ob das auch schmeckt. Es ist noch so heiß. Eigentlich darf man Brot nicht aufschneiden, wenn es noch heiß ist. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Aber egal, zack. Packe ich erstmal so zu. Probieren wir das erstmal. Willst du auch? Mhm. Das ist ja. So, ist heiß. Achso, ich glaube, wir. Vielleicht möchten die sehen, dass ich das esse, vielleicht. Mal gucken, wie das Innere ist. So ein schöner Kissen. Das ist so ein Brot, der passt richtig gut so Butter mit Schinken drauf, finde ich. Es ist schön weich. Es schmeckt. Die Leute, die denken so, ich habe keine Lust nach, dass mein Brot nach Wiese schmeckt, weil Brennnessel, das ist ja Kräuter, eklig und sowas. Ja, ich glaube, man schmeckt gar nicht so die Wiese daraus oder sag ich mal die Brennnessel so stark raus. Man schmeckt etwas daraus, aber da ist die Brennnessel, glaube ich. Aber es ist ganz schwach, der Geschmack. Ja, sehr naturell. Willst du auch ein Stück Brot? Ups. Aber der schmeckt. Der hat geleckt. Wenn er aber will zu, mal ein Stück Brot. Ne, die will auch nicht. Nur gut. Die haben Hunger. Und was sagst du? Wie schmeckt das? Na gut. Schmeckt gut, sagt die. Mhm. Schmeckt ein bisschen, wenn man im Restaurant so Brot kriegt und dann kriegt man so Kräuterbutter dazu. Cool, habt ihr das gehört? Schmeckt wie im Restaurant. Das ist schön zu hören. Mhm. Cool. Ja, das war's mit dem Rezept. Ich hoffe, dass ihr das auch macht, weil es ist cool. Man geht einmal raus, man ist in der frischen Luft, man pflückt Brennnessel, man nimmt auch die Natur irgendwie in seiner Küche auch mit. Dass man unterschätzt, wie viele Gewürze eigentlich draußen wächst und man kann das auch sehr, sehr, sehr oft sparen, Gewürze zu kaufen, lieber die zu pflücken, aber auch in sauberen Stellen. Und ja, ich finde, meine persönliche Meinung ist, Brennnesselbrot ist gut geworden.
Es ist lecker. Ich esse es jetzt erstmal gleich weiter. Und ja, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob jemand von euch auch das Brot nachgemacht hat und ob das euch auch so gut schmeckt wie bei uns. Ja, und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Ciao.